Sonntag. In Bad Nauheim ist heute Kunstgartenmarkt. Da nehme ich euch mal mit drüber und dann machen wir nochmal einen Spaziergang gemütlich durch die Stadt und zum Park, zu den Salinen. Dann wünsche ich euch mal viel Spaß mit dem Video. So, unser Video beginnt in den Kolonnaden am Kunstgartenmarkt. Da gehen wir jetzt mal drüber. Schauen wir ein bisschen. Ist recht viel los, wir gucken trotzdem mal. Der Kunstgartenmarkt, der geht jetzt noch morgen am Sonntag. Wie süß, eine Arpe, ein Arpe-Car. Muss ich doch noch mal drauf auf den Arpe-Car. Die ist doch ein bisschen größer wie meine, ha? Ja, es ist ein wenig viel los hier. Ich guck mal, ob ich da ein bisschen durchkomme. Das ist wohl so ein kleiner Engpass hier.
Ja, hier sind wir jetzt gleich durch. Dann werden wir als nächstes mal in die Fußgängerzone gehen. Schauen da mal, ob da auch noch Stände sind oder sowas. Ups. So, Kunstgartenmarkt haben wir durch. Jetzt gehen wir mal über den Zebrastreifen. Und dann mal hier hoch. Parkstraße hoch. Gehen wir mal die Friedrichstraße rein. So, und jetzt gehen wir in die Fußgängerzone. In die Stresemannstraße. In den 70er Jahren war die Fußgängerzone noch eine ganz normale Straße. Man konnte mit dem Auto noch fahren. Und irgendwann, ich weiß jetzt nicht genau wann, wurde das dann in eine Fußgängerzone umgewandelt, weil man den Verkehr in der Innenstadt ein bisschen beruhigen wollte. Bitte komm jetzt. Gehen wir jetzt mal komplett runter. Der McGrill, hier hole ich immer ganz gerne meine Hamburger. Sind sehr gut bei dem. Ja, hier im mittleren Teil der Fußgängerzone sind auch ein paar Stände. Ja, genau, der war da ganz viel.
Ja, jetzt kommen wir dann gleich in den unteren Teil, den letzten Teil der Fußgängerzone. Jeans. Richtig schön groß, empfehlenswert dort einzukaufen. So, jetzt haben wir die Fußgängerzone durch, es wird etwas ruhiger. Wir kommen jetzt mal in den Rosengarten rein. Da gucken wir dann auch mal. Jetzt gehen wir gleich mal bei Elvis vorbei. Hier werden wieder viele Fotos gemacht. Ja, wir schauen einfach mal. Wir gehen mal vorbei. Elvis-Figur. Gut, dann gehen wir jetzt mal weiter in Richtung den Salinen, also zum Inhalatorium. Da komme ich leider nicht rein, kostet Eintritt. Aber wir gehen einfach mal hin an den Salinen und schauen uns das mal an. Thank you.
Ja, dann kommen wir jetzt zu den Salinen. Das ist der Gradierbau 1, das sogenannte Inhalatorium. Schauen wir uns jetzt mal ein bisschen um am Inhalatorium. Das Haus da drüben, das war mal das Haus der Gesundheit, ist jetzt die Bücherei. Hier mal rum. Was ist denn hier hinten? Ach, da ist zu. Schade. Ja, früher konnte man hier noch rumlaufen, aber ist zu. Gut. Dann gehen wir mal am ehemaligen Haus der Gesundheit vorbei, der jetzigen Bücherei in Bad Nauheim. Automat zum Bücher abholen oder zurückgeben, ist auch mal was Neues. Die Bücherei, das ehemalige Haus der Gesundheit. So, das war jetzt mein Rundgang durch Bad Nauheim, ein kleiner Rundgang, und damit endet mein Video jetzt hier. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da, abonniert den Kanal, gerne dürft ihr das Video auch weiter teilen, und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dann. Und tschüss.